Seit dem 12. Juli sind im Kunstverein Gera e.V. am Markt 8-9 bedeutende Werke der Minimal Art zu besichtigen. Die Ausstellung trägt den Titel Serielle Materialität. Serielle Materialität bedeutet, dass es vor allem Arbeiten sind, die aus einer Serie heraus gelöst wurden. Der Titel beschreibt aber auch, dass es unterschiedliche Materialitäten gibt. Also wie zum Beispiel hier gibt es ja die Materialität der Farbe an sich, aber es gibt natürlich erstmal auch das ganz, ganz banal sozusagen, die Materialität des Materials. Also erst durch das Material kommt eine bestimmte Materialität zum Vorschein. Imi Knöbel, geboren 1940, und Peter Röhr, der von 1944 bis 1968 lebte, sind hier als wichtige deutsche Künstler vertreten. Wir haben hier auch zwei sehr konzeptuell arbeitende Künstler zusammengebracht. Imi Knöbel gehört ja zu den bedeutendsten Minimal Art und Konzeptkünstlern Deutschlands, genauso wie Peter Röhr, den wir als Pendant gegenübergesetzt haben. Während in Peter Röhrs Arbeiten grafische Elemente innerhalb eines Motivs fortlaufend durchgespielt werden, steht bei Imi Knöbel die Autonomie einzelner Bildelemente im Vordergrund. Bei Knöbel ist es die Frage eigentlich immer, was ist ein Bild? Und das sieht man dann auch ganz gut an diesen vier Bildern. Die gehören zu einer großen Serie, die heißen Jena-Bilder, die auch Imi Knöbel 1995, 96 für die Universität Jena, für die Philosophische Fakultät explizit hergestellt hat. In der Serie Jena-Bilder wird das Problem des Bildes thematisiert. Jena-Bild 1 besteht aus übereinander geschichteten Alurahmen, jedoch ohne sofort erkennbare Bildfläche. Zum Beispiel bei Jena-Bild 2, da haben wir dann schon eine Farbe, ist dann der Bildgrund nach außen gelegt. Es gibt einen Rahmen noch, aber dieser Rahmen ist verdeckt durch eine Oberfläche. Und in Jena-Bild 8, das ist dann sozusagen das Idealtypische für Knöbel, das ist dann nur noch ein ganz reiner Bildgrund und wirklich ein Bild, und zwar ein monochromes Bild, was eben nur noch sich selbst repräsentiert. Aber nicht nur die Serie steht als Thematik im Mittelpunkt der Ausstellung. Das geht um An- und Abwesenheit, deswegen gibt es auch eigentlich nur zwei Farben, eine Nichtfarbe und eine grüne, fluoreszierende Farbe, die aber eigentlich ihr Geheimnis erst in der Nacht enthüllt, nämlich dann, wenn es leuchtet. Aber dann sind zumeist die Betrachter abwesend. Obwohl die Serien für sich selbst stehen, wird der Betrachter in den Mittelpunkt gestellt und bestimmt die Aussage der Bilder selbst. Das Bild wird zur Projektionsfläche des Betrachters. Also es braucht immer einen Betrachter, der sozusagen das Bild dann füllt mit seinen Vorstellungen oder eben das Bild erst zum Bild werden lässt. Man braucht den Betrachter, um dieses Farbenspiel sehen zu können, weil je nachdem, wo man sich bewegt im Raum, sieht man immer ein anderes Bild. Bei Peter Röhrs Werken werden zumeist grafische Elemente innerhalb eines Bildes aneinandergereiht und unter einer bestimmten Thematik zu einer Serie zusammengefügt. Dabei tritt die Eigenständigkeit der Elemente zugunsten einer neuen Bildordnung zurück. Er benutzt immer Endprodukte, also er benutzt eigentlich immer schon fertiges Material. Er nimmt sozusagen Objekte aus einem anderen Kontext, nämlich aus dem grafischen Alltag. Also die Etiketten kennen Sie ja, damit werden Hefte dann markiert. Er entnimmt sie auch aus dem Kontext, also aus dem Zusammenhang der Werbung bzw. des Konsums und stellt sie dann, reiht sie aneinander, senkrecht und waagerecht und bildet daraus ein Quadrat. Und dann wird sozusagen das ursprüngliche Etikett wird auf einmal zum Bild. Das ist bei Knöbel ein bisschen anders. Bei Knöbel sieht man dann immer auch den Maler, man sieht sozusagen den Pinselduktus, also sie scheinen auf den ersten Blick ganz perfekt, diese Bilder, aber wenn man dann ganz nah rangeht, dann kann man zum Beispiel an der Seite sehen, dass die Farbe so langsam herunterläuft, oder man sieht eben auch, dass da ein Pinsel aufgestrichen, also dass es mit einem Pinsel gemalt wurde. Auch durch Filmmontagen wird das Serielle künstlerisch umgesetzt.
Die Ausstellung ist noch bis zum 23.08. geöffnet und kann zu folgenden Zeiten besucht werden: Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr und Samstag 11 bis 16 Uhr. Außerdem findet am 2.08. von 22 bis 24 Uhr eine besondere Nachtführung statt. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Kunstvereins Gera unter www.kunstverein-gera.de zu finden.